Hallo, heute zeige ich euch ein klassisches Rezept und zwar die Herstellung von glutenfreien Crêpes. Die glutenfreien Crêpes sind ideal als Basis für herzhafte und süße Füllungen und ich zeige euch jetzt gleich im Video, wie gut die Crêpes in glutenfreier Form funktionieren. Sie sind übrigens maisfrei mit der Mix-It-Mischung von Share zubereitet. Für den Crêpe-Teig braucht ihr folgende Zutaten und zwar eine helle glutenfreie Mehlmischung. Ich verwende die Mix-It-Mischung von Share, dann sind die Crêpes zusätzlich maisfrei. Ihr könnt auch gerne andere Mehlmischungen von Share verwenden, dann verändert sich allerdings der Mehlbedarf. Aber ihr seht alle Zutaten auch bei mir im Rezept notiert. Schaut einfach, dann seht ihr die richtige Mehlmenge. Milch, Eier und etwas Salz. Ich nehme jetzt als erstes die Mehlmischung, gebe das Salz dazu, die Eier, und die Milch gebe ich erst nach und nach dazu, damit sich im Teig keine Klümpchen bilden. Ihr könnt übrigens auch eine Küchenmaschine oder ein Handrührgerät dafür verwenden. Der Teig ist jetzt noch ziemlich flüssig, das ist aber gut so, denn das Mehl quillt noch nach. Und deswegen braucht der Teig jetzt eine Ruhezeit von etwa einer halben Stunde, damit das Mehl schön nachquellen kann und der Teig dann etwas sämiger wird. Lass den Teig einfach bei Zimmertemperatur etwa eine halbe Stunde stehen. Die Quellzeit ist jetzt vorüber und jetzt backe ich die Crêpes nacheinander in der heißen Pfanne aus. Ich gebe auch immer etwas Öl mit in die Pfanne, damit die Crêpes nicht anbacken, also nur wenig. Völlig ausreichend so. Und ich zeige euch jetzt gleich, welche Varianten ihr aus den leckeren Crêpes zubereiten könnt. Dieser Crêpe ist gefüllt mit Schinken und Käse. Hier eine weitere herzhafte Variante, vegetarisch gefüllt mit Mozzarella und Tomate. Hier ein süß gefüllter Crêpe mit Schokocreme und Banane. Und dieser Crêpe ist ganz klassisch gefüllt mit Erdbeermarmelade. Und wer möchte, kann die klein geschnittenen Crêpes wunderbar als Suppeneinlage für Pfannkuchensuppe verwenden. Ihr seht, wie vielfältig sich klassische Crêpes zubereiten lassen. Probiert eure Lieblingsvariante einfach mal zu Hause aus. Die glutenfreien Crêpes gelingen wunderbar, sind schön dünn und ideal für süße und herzhafte Füllungen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und gutes Gelingen.